Heute möchte ich euch erklären, wie man die Bläuerln richtig auf die Kurbelwelle montiert. Und da möchte ich euch zeigen, dass auf dem Bläuerl solche Einbuchtungen Mord sind. Das ist nicht gut. Das ist sehr schlecht. Das sollte immer plan sein. Das sind vermurkste Bläuerln. Das sollte so ausschauen. Schön plan, die Fläche. So, jetzt bauen wir die zusammen. Dann zeige ich euch, wenn ihr es findet. Da ist die Nummer 81, sieht man das? Und da auch. Das gehört immer zusammen, also Matching Numbers. Und immer Nase und Nase gehört zusammen. So, und jetzt bauen wir es einmal richtig ein. Also das, so ist jetzt die Riemenscheibe in Fahrtrichtung. Das linke Bläuerl, das vordere Bläuerl, gehört die Schmierbohrung unten. Also Nase auf Nase. Ich hoffe, ihr habt auch den Pfropfen rausgenommen und gereinigt die Kurbelwelle innen drinnen. Weil da drinnen kann ein Schmutz sein. Sonst, wenn das nicht gereinigt ist, löst sich vielleicht der alte Schmutz und dann werden die neuen Lager kaputt. Das wäre nicht gut. Die auf 3,2 Kilo. Und jetzt ziehe ich die an. Gefühl noch. Bläuerl soll sich gut drehen. Verstemmen wir. Da gibt es eine Verstemmung. Wenn man noch die originalen Schrauben hat mit dem Bund. Das Bläuerl ist schon richtig montiert. Und hier mal das zweite. Vielleicht auch schauen, dass die Kanten immer in Ordnung sind, dass da nichts verklopft ist. Also in Fahrtrichtung links unten und der hintere rechts oben. Also Nase auf Nase. Wenn nach Puch müsste man, nach dem Puch-Puch müsste man da Distanzplättchen beilegen mit einem Zehntel. Das habe ich noch nie gemacht. Ich schaue lieber, dass da auf die Kanten nichts übersteht, dass nichts bremst,
Und das war's. Jetzt montiere ich es noch, jetzt tue ich noch verstemmen, kontrolliere noch einmal, dass es stimmt. Passt. Dann verstemme ich es. Das habe ich schon verstimmt. So. Okay, langsam wird es ein Motor. Das wird ein Motor dann mit VW-Zylinder. Und vorbereitet. Mit guten Sachen. Einzelbläueln, 5er Nockenwelle, 40, 34, also größere Ventile, gute Winkelhebeln, die was nicht eingelaufen sind, der bessere Sumpfdeckel mit dem Schwappelblech, großer Ölkühler, geschraubte Patron, Aluverteiler, da gibt es auch Hebeln, die was geschlitzt sind, die anderen, die alten, sind gebohrt, aber das machen wir auf einem anderen Video. Das war's.